Das Expresskreuz Niedersachsen-Bremen stellt als Premium-Zugangebot das Flaggschiffprodukt im niedersächsischen Nahverkehr, der LNVG, dar. Die drei Regionalexpresslinien RE1, RE8 und RE9 verbinden in einem attraktiven Taktangebot mehrere wichtige niedersächsische Großstädte wie Hannover, Oldenburg und Osnabrück mit Bremen und Bremerhaven. Mit einem neuen Verkehrsvertrag soll das Angebot weiter ausgebaut werden und auf einen neuen, modernen Fahrzeugtyp umgestellt werden. Hinzu kommen Durchbindungen bis Wilhelmshaven über die neue Ausbaustrecke Oldenburg-Wilhelmshaven. In dieser Videodokumentation stelle ich euch das neue Expresskreuz ausführlich genauer vor. Viel Spaß! Das Expresskreuz Niedersachsen-Bremen habe ich euch bereits in einer Doku-Serie ausführlich genauer vorgestellt. Für diejenigen, die das Zugangebot jedoch nicht kennen, stelle ich euch das noch einmal kurz vor. Das Expresskreuz besteht aus den drei Linien RE1, RE8 und RE9. Der RE1 verkehrt zweistündlich von Hannover über Bremen nach Emden und Norddeich-Mohle. Zwischen Hannover und Bremen wird er durch den zweistündlichen RE8 Hannover-Bremerhaven zu einem attraktiven Stundentakt ergänzt. Damit die Fahrgäste von Bremerhaven stündlich nach Bremen sowie Osnabrück gelangen können, existiert der RE9. Dieser verkehrt im 2-Stunden-Takt von Osnabrück nach Bremerhaven, wobei er zwischen Bremerhaven und Bremen den RE8 zum Stundentakt ergänzt. Zwischen Bremen und Osnabrück verkehrt der RE9 stündlich. Zum Einsatz kommen komfortable und klimatisierte Doppelstockwagen vom Typ Dosto 97 und Steuerwagen vom Typ Dosto 00. Diese wurden von 2000 bis 2005 angeschafft und teilweise von der LNVG subventioniert. Gezogen bzw. geschoben werden die Garnituren von Elektrolokomotiven der Baureihen 146.1 und 146.2. Als einziges Netz in ganz Niedersachsen wurde das Expresskreuz bislang noch nicht ausgeschrieben, sondern stets freihändig an die DB Regio vergeben. Doch damit soll nun Schluss sein, denn zum Fahrplanwechsel 2024 wird das Netz europaweit ausgeschrieben. Zum Zeitpunkt der Produktion dieses Videos war der neue Betreiber noch nicht bekannt. Bereits vorher wurde durch die LNVG im Rahmen einer vorherigen Ausschreibung ermittelt, welche neuen Fahrzeuge bestellt werden sollen. Gewonnen hat die Ausschreibung das Unternehmen Alstom Transport Deutschland aus Salzgitter mit Fahrzeugen vom Typ Coradia Stream HC. Selbiges Unternehmen wird auch für 30 Jahre für die Instandhaltung der Fahrzeuge verantwortlich sein. Die Fahrzeuge bestehen aus 4 Wagen, wovon die beiden angetriebenen Steuerwagen doppelstöckig sind. 2028 sollen 9 Züge mit 2 weiteren Mittelwagen auf 6 Wagen verlängert werden. Die neuen Fahrzeuge sollen einen komfortablen und geräumigen Innenraum besitzen und über WLAN, Steckdosen, Klapptische und Videoüberwachung verfügen. Weitere Komfortmerkmale sollen laut LNVG zusätzlicher Raum für Gepäck und Fahrräder sowie ein stufenfreier Zugang an den meisten Bahnhöfen sein. Des Weiteren sollen die neuen Fahrzeuge vom Typ Stream HC die leisesten Züge Deutschlands sein. Der Geräuschpegel soll im Innenraum auf 61 bis 68 Dezibel sinken. Zudem soll laut der LNVG das Thema Fahrgastinformation großgeschrieben werden. So sollen überall im Zug und am Zug Displays installiert werden, wo unter anderem über Informationen zum Zuglauf und auch detailliert über die Auslastung der einzelnen Wagen Auskunft gegeben werden soll. Letztere Informationen sollen dann auch per Smartphone-App abrufbar sein. Die LNVG geht davon aus, dass durch die neuen Fahrzeuge
auf dem RE8 und RE9 etwa 15-20% mehr Sitzplätze zur Verfügung gestellt werden können. Vermutlich sollen dann immer zwei Fahrzeuge vom Typ Alstom Coradia Stream HC im Zugverband verkehren. Auf dem RE1 wird es vermutlich erstmal keinen Sitzplatzzugewinn geben, sondern eher einen Rückgang auf bestimmten Relationen. Mit den neuen Fahrzeugen und vor allem auch durch die Ausbaustrecke Wilhelmshaven-Oldenburg soll im neuen Verkehrsvertrag das Betriebskonzept angepasst werden. So soll der RE1 nun in Hannover immer mit zwei Fahrzeugen starten, die im Verbund gekuppelt sein sollen. Auf dem besonders nachgefragten Abschnitt bis Oldenburg existiert somit die volle bzw. langfristig eine gesteigerte Sitzplatzkapazität. In Oldenburg soll dann immer eine Zugteilung bzw. Zugvereinigung stattfinden. Der vordere Zugteil soll dann wie gewohnt weiter bis nach Nordeich-Mohle, der hintere Zugteil nun allerdings nach Wilhelmshaven verkehren. Ermöglicht wird dies durch die Ausbaustrecke Oldenburg-Wilhelmshaven, die ich euch in einer separaten Doku kurz genauer vorstelle. Somit wird es dann, erstmals seit 2002, wieder durchgängigen Zugverkehr von Hannover nach Wilhelmshaven geben. Vorher mussten die Fahrgäste in Oldenburg in die Nordwestbahn umsteigen. Das neue Expresskreuz soll somit neben neuen, hochmodernen Fahrzeugen auch für über 100.000 Menschen eine Anbindung an das Expresskreuz und eine Direktverbindung nach Wilhelmshaven bieten. Zudem sollen die Sitzplatzkapazitäten erhöht werden. Überfüllte Züge im Expresskreuz in der HVZ werden dann hoffentlich der Vergangenheit angehören. Die Gesamtinvestition in die neuen Fahrzeuge sowie den Instandhaltungsvertrag umfassen etwa 800 Millionen Euro. Laut der LNVG sollen gleichzeitig wiederum in 30 Jahren 100 Millionen Euro Betriebskosten eingespart werden. Vermutlich wäre hier ein Einsatz der bisherigen Garnituren, eventuell in Kombination mit Twindex-Triebköpfen für die Zugteilung, dennoch günstiger gewesen. Wieso die LNVG sich dagegen entschieden hat, ist mir nicht bekannt. Ich persönlich freue mich daher bereits auf das neue Zugangebot und hoffe, dass die Fahrzeuge in Sachen Komfort das halten werden, was sie versprechen. Zudem hoffe ich auch, dass die Fahrzeuge auf dem RE8 und RE9 nicht wie auf anderen Netzen häufig auch in Einfachtraktion unterwegs sind, was dann ein Rückgang an Sitzplätzen bedeuten würde. Schade finde ich, dass nicht reine Doppelstockzüge, wie zum Beispiel der Bombardier Twindex, eingesetzt wird. Hiermit bin ich nun am Ende meiner Doku über das neue Expresskreuz Niedersachsen-Bremen angelangt. Schreibt eure Meinung zum neuen Verkehrskonzept und vor allem auch zu den neuen Fahrzeugen gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.